Hey und willkommen zu einer neuen Folge Waru zusammen mit dem Balui! Hey, ich bin Balui. Mit einem scheiß Mikro, immer noch. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass ich krank war und wir nicht aufnehmen konnten und jetzt ist Balui nicht zu Hause und es war eigentlich wirklich alles mein Fehler, also bitte seid nicht sauer auf Balui. Danke, hallo! Dankeschön, ich gehe auf den Server. Wir sind gerade in einer sehr miserablen Situation und es ist sehr dunkel, wie ihr seht. Ich erkläre euch mal, falls ihr gerade nicht versteht, was hier abgeht. In der letzten Folge wollten wir eigentlich ganz, ganz viele Bücherregale machen und sowas, damit wir hart verzaubern können. Was aber nicht ging, weil wir keinen Sugarcane mehr hatten. Was wir eigentlich hatten, aber wir wurden in die Mitte teleportiert und jetzt ist alles weg. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Und jetzt haben wir gar kein Sugarcane mehr. Und Sugarcane ist einfach ausgerottet auf diesem Planeten. Es existiert einfach nicht mehr. Sugarcane ist nicht mehr existent, so. Und dann haben wir uns gedacht, weil wir einfach total verzweifelt sind und nicht wussten, was wir in dieser Folge machen und wir halt irgendwas Cooles machen wollten, haben wir uns gedacht, was haben wir uns gedacht, Balui? Wir bauen ein Haus! Ja, lass uns ein Haus bauen! Ein Haus bauen, aber wir haben kein Holz hier, wir haben nur Dirt. Ich hab eigentlich ich hab 43 sogar. Ja, lass einfach an einem Wald bauen, das ist am chilligsten. Ja. Wir bauen uns jetzt ein schönes Häuschen. Sollen wir einfach sagen, jeder baut sich irgendwie ein eigenes Haus? Ich gebe dir die Hälfte von meinem Holz. Nee, ich bin da nicht so gut drin. Lass uns auch was bauen. So eine Art Contest? Wer baut das schönere Häuschen? Das Mini-Häuschen? In 15 Minuten? Nein, nicht mehr. Das sind ja dann höchstens noch 10, die wir haben. Ist ja dann schon, ist so ein bisschen Master-Builders-mäßig, weißt du? Boah, wie gut bist du im Bauen? Ja, ich weiß nicht. Ich kann das schwer einschätzen. Also ich kann okay bauen. Ja, ich nicht. Aber also, ist okay. Bauteams können richtig abgefuckt bauen. Und ich kann okay bauen. Kann Balui bauen. Ja, wir können Statuen von uns auch. Einfach mal am Spawn so Statuen bauen. Ja, also das Ding ist, wir können jetzt auch in die Mine gehen und Diamantenfarmen gehen oder so. Das wäre natürlich auch eine Option. Ja, für was? Aber für was? So, wir könnten Rohstoffe farmen gehen, wir könnten alles farmen gehen. Es bringt eigentlich alles nichts. Wir könnten auch Level farmen gehen. Wofür? Genau, es bringt einen Scheiß. Deswegen machen wir jetzt einfach mal so am 25. Dezember, um euch vielleicht noch ein kleines Grinsen auf die Wange zu zaubern, weil ihr euch denkt, oh mein Gott, wie behindert sind die beiden Typen, dass die so eine Scheiße machen. Naja, okay, ich trash dann einfach mal hier meinen wichtigen Scheiß erstmal rein, damit ich so ein bisschen Platz zum Arbeiten habe. Weißt du, was ich jetzt gleich noch kommen sehe, dass hier so ein Creeper vorbeikommt, ansprengt. Und die Scheiße wegsprengt, Alter. Ey, dann ist wirklich vorbei. Dann ist wirklich vorbei mit dem Spaß. Dann war Varo mal. Dann hat Varo auf jeden Fall ein sehr, sehr sinnvolles Ende gefunden. Ja. Mit einem Haus. gut. Ich fange einfach mal absolut random an. Tod aller Zeit. Ich meine, es ist auch nicht die hellste Idee, was wir hier gerade machen. Aber ich meine, wir können uns ja auch in unser kleines Häuschen setzen und dann können wir warten, bis die Gegner kommen und dann können wir auf unseren schönen Tod warten. Oder auf den Gegner-Tod oder wie. Nee, auf den Gegner-Tod können wir natürlich warten. Dass die in unsere Klingen reinsprinten. Ja, das hast du dir so gedacht. Weil wir waren vorhin in so einem dunklen Wald. Habe ich mir schon ein bisschen so gedacht. Ja. So. Lass uns doch einfach sterben. Und ihr könnt dann bewerten, am Ende der Folge, ob ihr findet, dass unser Haus in Varo schön ist. Ja. Ob wir ein schönes Haus gebaut haben. Ich baue einfach mal ein bisschen drauf los hier, ne? Mach du mal. Because we don't have that much time and shit. Genau. So ein großes Ding baust du. Ja, warum denn nicht? Wo darf ich wohnen? Du darfst mit drin wohnen, wenn du willst. Ah, cool. Oder nebenan. Du kannst ja auch Nachbar sein, wenn du willst. Ich mach grad schon was Cooles, warte mal. So. Hey, arbeite mal an der Fassade, weil ich habe so eine grobe Vorstellung. Ist zwar die unnötigste Holzverschwendung ever, aber Holz ist ja nicht unser größtes Problem. Unser größtes Problem ist Sugarcane, was wir niemals finden werden. Wie schnell wir einfach die Hoffnung aufgegeben haben. Aber ganz ehrlich, ist es eine absolute Verschwendung, eine Folge lang nach Sugarcane zu suchen, und es ist eine noch größere Verschwendung, zwei Folgen lang danach zu suchen. Deswegen machen wir das einfach nicht. Das gibt's einfach schon gar nicht mehr. Ich habe echt schon viele Wachen erlebt, aber das hier ist echt der Oberburner. Ja, alles, ich mein, was wir geplant haben, alles mal Haufen geworfen. Einfach komplett. Jetzt ist echt nur noch hier unten. Nein! Sorry, ich mach wieder weg. ja, ich meine,
wenigstens machen wir mal was anderes als die anderen, ne? So ein bisschen. Bisschen aus der Rolle treten, ne? Ja, jetzt kriegen wir sowieso, wieder hart Beat ins Gesicht, weil ihr nehmt das nicht ernst genug. Ja, ja, so Leute, also ganz ehrlich, wenn ihr euch darüber aufregt, dann habt ihr einfach keinen Spaß im Leben. Also ganz ehrlich, darüber kann man sich doch nicht aufregen. Und wenn doch, dann regt ihr euch wirklich unnötigerweise auf, Leute. Echt mal, guck mal, wir zeigen euch, wie toll wir Häuser bauen. Kommt ein bisschen runter, wir zeigen euch die schöne Seite des Lebens. In Varo Häuser bauen, das ist hübsch, das ist schön. Das ist, wir wollen doch nur Frieden und Harmonie. Klar. Frieden und Liebe, wir wollen... Ey, das wäre doch voll witzig, wenn man einfach alle in Varo einfach dazu bringen könnte, einfach so eine Siedlung zu bauen. Wie witzig das wäre. Hey Leute, lass mal einfach diese Season einfach nicht bekämpfen und einfach eine Siedlung bauen. Scheiß drauf, was ja. GLP sagt. So nach dem Motto. Und alle so, ja, geile Idee. So, ich denke, alle mitziehen, ne? Alle gebannt an 10 Strikes aus vorbei, war auch zu Ende. Ja, ich meine, es ist ja quasi auch ein Strike, ne? Weil es ist quasi eigentlich regelwidrig, mit anderen Leuten ja Frieden zu machen, quasi. Ja, stimmt, das ist ein Strike. Also im Haus bauen ist ja kein Strike, das wäre mir neu. Ich wollte gerade sagen, du hast gerade einen Strike kriegen, aber nein. Nee, ich riskiere nicht, dass wir uns einfach so YOLO so einen Strike holen. Das wäre ja total YOLO. Das wäre dann noch, dann würde ich lieber eine ganze Folge lang im Kreis rennen und euch abfacken, aber. Ja, dann würde ich lieber 3 Folgen nach Sugarcane suchen. Oh Mann, ey, Leute. Ja, hoffentlich kriegen wir ein schönes Haus hin. Das ist nämlich das Ziel dieser Folge. Und letzte Folge war ein bisschen ziellos, weil uns das Ziel genommen wurde. So traurig. Das ist wirklich bitter. Sag mal, hast du noch Sand? Ich hatte mal Sand. Ja. In so einer Höhle, ganz weit weg. Meine Fresse, ey. In einer weit entfernten Galaxie. Es wird langsam Nacht. Vielleicht wäre es mal eine gute Idee, unsere Items nach drinnen zu bringen. Mach du mal. Brauchst schon mal das Lager auf, okay. Ich mach das mal. Ich mach mal hier so ein bisschen hell hier drin. So, einmal das. Ich kann das da rein. Das Problem ist, durch unsere Fenster können Leute durch, weil wir keine Scheiben haben. Ach, das kann ich ganz easy klären. Pass auf. Warte. So. Ja, das natürlich, die hat. Obwohl, hat irgendwie auch Stil. Ich hatte jetzt eigentlich an Fenster gedacht. Ach so. Hat ja, auch hätte ein bisschen, auch können. Aber so ein bisschen Schattenstyle. Ein bisschen more swag, weißt du? Was machen wir denn jetzt hier? Das Holz nehme ich mir hier nochmal eben. Dann mache ich nochmal ein paar mehr Treppen. Obwohl dieselbe Farbe. Ach, scheiß drauf, Alter. Wer bin ich denn? Bin ich Picasso oder was hier in Varo? Ist doch scheißegal, ob das eine andere, ob das andere oder dieselbe Farbe ist. Mein Gott. Wer ist Picasso? Erzähl mal, wer ist Picasso? Hier Bildungsauftrag. Picasso, das war ein Pablo Picasso, richtig oder sehe ich das falsch? Ja, Picasso war ein Pablo Picasso. Das hieß der Pablo? Ja. Okay, gut, dann habe ich das richtig in Erinnerung. War ein Künstler, der ganz, ganz viele, der in der Künstlerszene sehr bedeutend war. Ich weiß zwar nicht genau warum, weil ich kenne auch keine besonderen Bilder von dem jetzt gerade. Ich glaube, der hat eine ganz besondere Maltechnik oder so einen Kack. Ja, oder ja, so sehr, sehr, sehr eigen, denke ich mal. Aber ich habe zu wenig Ahnung von sowas, ehrlich gesagt. Ja. Beziehungsweise hab, wenn ja, sowas überhaupt jemals in der Schule vorkam, habe ich da nicht aufgepasst. Wer passt schon im Kunstunterricht auf? Ja, okay. Also es war jetzt keine Anforderung an euch, dass ihr nicht mehr im Kunstunterricht aufpassen sollt, ne? Nicht, dass ihr das falsch versteht. Ja, geil, es gibt Leute, die benutzen das dann wieder für ihre Zwecke. Ja, jetzt muss ich nicht mehr in Kunst aufpassen, wenn Baloo das gesagt hat. Ja, aber Rumpis haben mir gesagt, ich muss in Kunstunterricht aufpassen, ne? Und die Lehrerin so, wer? Baloo, ohne Witz, ich hab, Baloo, der wäre gesagt, probier's mal mit Gemütlichkeit. Ich meine, wir machen es ja gerade. Wir richtig Erfahrung. Ohne Witz, immer wenn ich deinen Namen höre, dann muss ich irgendwie an Disney denken. Der das ultimative Trigger. Das ist positiv Trigger. Oder eher nicht so? Doch, das ist positiv. Ich meine, Disney ist doch eine schöne Erinnerung. Kindheitserinnerung und, ja, und Toy Story und The Jungle Book and everything else. You know, bro? Let it go. Aber irgendwie den Film habe ich irgendwie nicht so ultra gefeiert. Ich weiß nicht warum. Ist doch noch mehr ein Mädchenfilm.
ja, ich glaube zum einen das und zum anderen hat er irgendwie für mich nicht so in das Disney-Feeling reingepasst. Ich, keine Ahnung, das sehen viele Leute, glaube ich, anders. Und viele Leute würden mir dafür den Hals abschneiden, weil sie den Film echt lieben. Aber er ist nicht auch seine schlecht, Meinung. Aber er ist auch nicht so ganz meins. Nee, schlecht würde ich auf gar keinen Fall sagen, aber meins ist er irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Und die Sopse feiert den irgendwie, aber meins ist es irgendwie nicht. Ja. Aber das beweist ja auch schon wieder das mit dem Mädchenfilm-Theorie. Das stimmt. Dass es vielleicht daran liegt. Ey, ohne Witz, wenn hier jemand vorbeikommen sollte, ne, der denkt sich auch, wow, wer war bitte so hobbylos? Der war so behindert und hat Varo ein Haus gebaut. Aber das ganz ist ehrlich, auf jeden Leute. Fall, also, ne, ich hoffe, das kommt bei Varo News. Ich hoffe doch sehr. Also eigentlich, Varo News, ne? Da ist ja, das war auch so ein riesengroßes Thema irgendwie, wo sich alle irgendwie drüber abgefuckt haben, oh nee, die klauen meine Videos und lalalala. Und ich strike die weg, wenn die das benutzen und so weiter. Und das ist doch total kacke und dieses Jahr will ich nicht wieder Varo News haben. Und ich denke mir irgendwie so, zum einen denke ich mir, einfach nicht angucken, weil es hat mich die letzten Jahre auch nicht gejuckt. Also, ich meine, es ist vielleicht für die YouTuber im Projekt sehr praktisch, weil man halt weiß, was abgeht, ohne sich informieren zu müssen. Aber ich meine, das finden wir auch über die Konfi heraus, wer stirbt und alles Mögliche. Das finden wir ja auch alles vor euch heraus. Eben. Und, keine Ahnung, also ob das jetzt so wichtig ist oder nicht, mag es dahingestellt sein. Aber ich fand es bis jetzt an sich nicht so schlimm irgendwie. Ich meine, das kommt wirklich darauf an, was die Leute dann damit anstellen. Wenn die jetzt meine Folgen komplett hochladen würden und damit dann irgendwie Geld verdienen würden, dann würde ich auch so denken, ja, weil das ist Bro, so nice. Was geht hier ab, Alter? Das ist jetzt irgendwie unnötig und uncool und lasst es mal bitte. Aber, keine Ahnung, sich da so maßlos drüber abzufacken, ohne Halt und Standpunkte und alles Mögliche, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe da noch kein treffendes Argument zu gefunden, warum man sich da so richtig drüber abfacken sollte. Über diese Varo News, weil so schlimm finde ich das eigentlich gar nicht. Nö, komm mal rein. Ich will mal was ausprobieren. Komm mal her. Hallo. Komm, wir schlafen. Na? Als mal gucken, ob das klappt. Machen wir jetzt ich so wette, hier gesetzt. Ey, hat das jemand ausprobiert? Irgendjemand? Das klappt. Hat irgendjemand jemals in Varo geschlafen? Ich weiß gar nicht. Ich habe zu wenig Varo-Folgen geguckt, um das zu wissen. Es ist Tag geworden. Es hat alles funktioniert. Ey, das ist ja crazy. Cool, oder? Also, ich finde, unser Haus ist doch soweit schon mal ziemlich hübsch. Ja, wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir sind jetzt gerade bei ungefähr 13 Minuten mittlerweile. Okay. Ich mache noch mal ein bisschen mehr Treppen. Aber die wichtigen Items würde ich auf jeden Fall schon mal parat nehmen. Ja. Es kann ja sein, dass wir wieder außerhalb der Border sind und dann hier wegteleportiert werden. Man weiß ja nie, ne? Bei so einer Kacke. Abfacken würde ich dann, wenn das passieren würde. Aber ich stelle mich schon mal drauf ein, damit ich nicht so mad, wenn es passieren sollte. Ja, unsere ganze Farmreife, das ganze Leder und alles, das ist einfach... Das war halt wirklich einfach... Wirklich der unpassendste Moment, in dem uns das hätte passieren können. Aber ich habe es auch irgendwie in der Konfi gelesen und GLP hat ja irgendwie geschrieben, dass die Welt jetzt ein bisschen geschrumpft wurde oder wie auch immer er das ausgedrückt hat. Und ich dachte mir nur in dem Moment so, scheiße, Alter, wir sind tot oder irgendwie sowas habe ich gedacht. Weil ich dachte, dass wir außerhalb der Border sterben. Aber haben wir ja nochmal Glück gehabt, ey. Wir sind ja nicht gestorben, wir sind nur zum Arsch der Welt teleportiert worden. Ja, mindestens genauso schlimm. So, das Dach ist eigentlich dann auch schon so gut wie fertig. Sehr schön. Hast du noch irgendwie Blümchen oder so, die man hier so ein bisschen platzieren könnte? Ach, war nicht zur Hand. Zufällig gerade nicht, ne? Blümchen braucht man ja immer, ne? Die hat man ja immer parat, ne? Klar, sowieso. Vor allem in Varo, da braucht man ja Blumen. Immer rund um die Uhr braucht man Blumen. Von, zum Deinen von Lederrüstung und so. Ich meine, warum denn nicht? Oh Gott, das ist ja gar nicht mal so schön, das Haus, ne? Nee, ist auch. Hätte besser sein können. Aber für 15 Minuten, ne? Jo, so was hatte ich nicht, als ich mit Minecraft angefangen habe. Also ich meine, ja, also für 15 Minuten ist das schon hardcore gut, das Haus eigentlich. Dafür ein schöner Boden, hier Kisten und hier Betten und alles mögliche. Oh, Cleanstone, den nehme ich mal. Ja gut. Ich glaube, wenn man die beiden Lava-Eimer, die waren auch noch von mir. Ey, schreib mich hier nicht im Teamspeak an. Ich nehme auf, Amana. Amana, call. Aber ich habe noch hier zwei Blumen gefunden, die mache ich auch noch mal schön hier vors Haus. Wunderbar. Ich habe hier noch Säpplinge hier. Und noch ein bisschen Bäumchen hier vor der Tür. So, ich mache noch mal ein paar schöne Fotos von unserem Haus. Wunderbar, Alter. Awesome. Das ist doch hübsch.
Ja, da haben wir auf jeden Fall was Schönes geschafft in dieser Folge. Oh, 30 Sekunden werden wir gekickt. Ja, hast du alles Wichtige? Doch. Ja, ich hab alles, ich denke. Tu mal so ein paar Kampfutensilien unten in die Leiste. Ich tu auch mal sowas wie wie Dingenskirchen in die Leiste. Gut, ich hab alles, was ich brauche, in der Leiste. Goldäpfel und... Lass mal nach oben gehen, komm. Da sind der ganze Stuff hier oben. Okay, also falls wir jetzt nächste Folge am Spawn sein sollten, dann habe ich schon alles ready, dann können wir den Leuten direkt auf die Fräse hauen. Genau. Und, ja, das war doch eine witzige Folge, oder nicht? Ja, wir haben ein Haus gebaut. Hab war doch sehr erfolgreich. Gemacht. Ja gut, dann würde ich sagen, dafür, dass wir so ein schönes Haus gebaut haben, könnt ihr doch mal eine positive Bewertung da lassen, oder? Ja, bitte. Ja, und ich würde sagen, falls es euch generell gefallen hat, dann schreibt doch mal irgendwie ein nettes Kommentar, guckt bei Balui vorbei oder so, dasselbe zählt natürlich auch für den Part von Balui. Und ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und tschüss, haut rein! Tschüss!